Antike Massenschlachten als Multiplayer-Taktikspiel? Da muss man mich nicht zweimal bitten. Entsprechend hat mich Wargaming auch nur einmal gebeten, ob ich nicht mal in die Open Beta von Total War Arena reinspielen und euch das Ergebnis präsentieren könnte. Dieses Video ist also gesponsert, wie immer tue und sage ich aber, was ich will. Total War Arena ist free to play, ihr könnt also jederzeit kostenlos spielen. Meinen persönlichen Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch mit dem Code PLAYTWA anmeldet, bekommt ihr außerdem 500 Gold und 7 Premium-Tage geschenkt. Also viel Spaß damit und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als erstes werdet ihr vom Spiel ganz herzlich willkommen geheißen. I spit at Caesar and Rome. Ja gut, oder vielleicht auch nicht. Dieser wütende junge Mann ist Arminius und wer im Geschichtsunterricht gut aufgepasst hat oder wie ich 8 Jahre lang Lateinunterricht hatte, weiß, das ist der vielbesungene Cheruskerfürst, der vor rund 2000 Jahren Rom vernichtend geschlagen hat in der Varusschlacht im Teutoburger Wald. Und Arminius ist jetzt einer von 3 Befehlshabern der Fraktion der Barbaren, wie die Germanen in Total War Arena heißen. Aber der größte Feind von Arminius war natürlich das römische Imperium und da ganz konkret Germanicus, denn der hat dann versucht, Arminius nach der Varusschlacht zur Strecke zu bringen, eben ein römischer Feldherr. Die Römer sind eben die 2. Partei, die es hier noch gibt und ihr seht, es gibt eben auch verschiedene andere Befehlshaber, die man hier noch wählen kann, die man dann, wenn man Latein hatte, auch aus dem Lateinunterricht kennt, aber auch, wenn man einfach nur Asterix gelesen hat, dann kennt man natürlich auch den Burschen hier, Julius Caesar. Weniger bekannt ist die Vertreterin Kinane. Der Griechen, Kinane, eine Halbschwester von Alexander dem Großen. Alexander den Großen gibt es natürlich auch, aber viel bekannter, spätestens seit 300, ist natürlich Leonidas, der Spartanerkönig. Und diese Heerführer könnt ihr eben, wie ihr seht, nach und nach freischalten. Entweder kauft ihr die in Anführungsstrichen mit Erfahrungspunkten, die ihr in Schlachten macht, oder kauft sie für Gold. Das ist also die Premium-Währung von Total War Arena. Die 4. Partei in der Open Beta ist Karthago, hier mit dem Heerführer Hannibal. Ihr seht, jeder Heerführer hat eben verschiedene Fähigkeiten, die ihr nach und nach freischaltet. Und die orientieren sich eben auch an den geschichtlichen Figuren, was ich sehr cool finde. Denn wer Hannibal kennt, der weiß, der hat ja damals Rom mit Elefanten angegriffen. Und da gab es natürlich eine Menge Verschleiß und deshalb ist eben seine Spezialfähigkeit auch zu sagen, hier, meine Einheiten können schneller laufen, verlieren dabei allerdings Moral. Und diese verschiedenen Fähigkeiten könnt ihr eben im Laufe der verschiedenen Level dann eben hochschrauben, genauso auch, wie ihr die verschiedenen Armeen hochlevelt. Und hier sehen wir eben schon bei Karthago, die fangen also an mit Speerkämpfern. Denn jede dieser 4 Parteien startet erstmal mit einer der 4 Basiseinheiten. Bei Karthago sind das eben die Speerkrieger, Speerkämpfer hier. Und wer schon mal Total War gespielt hat, weiß, Lanzenträger sind immer die Todfeinde der Kavallerie. Kavallerie wird in Total War Arena am Anfang verkörpert durch die Barbaren, sprich durch Arminius. Man sieht sie auch schon im Hintergrund. Der ist also mit Reitern unterwegs. Und das Lieblingsziel der Reiter ist, und auch das kennt man nach dem alten Schere-Stein-Papier-Prinzip, in dem Falle Griechenland, denn die setzen am Anfang auf Bogenschützen, wie wir sie hier sehen. Die Römer setzen am Anfang hingegen auf Schwertkämpfer und Schwertkämpfer sind so relativ gut ausbalanciert. Das heißt stark gegen Bogenschützen, wenn sie nah dran sind, aber auch schwach gegen Bogenschützen, wenn sie weit weg sind. Also mit denen fangt ihr am besten an, denn die gelten auch im Spiel als leicht, beziehungsweise Germanicus gilt als leicht. Aber die hier sind natürlich auch nur leicht bewaffnet, sieht man. Aber natürlich könnt ihr diese verschiedenen Einheiten über verschiedene Stufen bis hin zu Level 10 ausbauen. Und so ein römischer Schwertkämpfer auf Level 10, der sieht halt schon mal gleich ganz anders aus als noch auf Level 3. Gleichzeitig seht ihr an diesem riesengroßen Einheitenbaum der Römer, dass es hier auch noch ganz viele andere Einheitenarten gibt, zum Beispiel die Katapulte, die eben typisch für Rom sind. Und um an die Katapulte ranzukommen, müsst ihr eine zweite Einheitenklasse mitnehmen, und zwar
die Speerwerfer. Und die leveln eben, wenn ihr wollt, dann irgendwann hoch in den Katapultbaum. Die Römer sind laut Tooltip eher einfach zu spielen und deshalb fange ich jetzt auch mit denen an. Aber bevor ihr in die Schlacht ziehen könnt, müsst ihr erstmal eure Squads auswählen. Ihr habt also drei Einheiten, die ihr euch frei belegen könnt, je nachdem, welche Einheiten eben dem jeweiligen Volk zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, bei den Römern habt ihr gleich am Anfang die Wahl zwischen Schwertkämpfern und Speerwerfern und müsst euch dann überlegen, okay, wie stelle ich denn das jetzt zusammen? Also meine Speerwerfer sind erst auf Level 2. Hier sind sie, dafür sind meine Schwertkämpfer schon auf Level 3. Und weil Rom eben schwerpunktmäßig auf die Schwertkämpfer geht, setze ich da natürlich auch meinen Schwerpunkt. Das heißt, ich habe zwei Einheiten Schwertkämpfer und zur Unterstützung noch die Speerwerfer dabei. Bei jeder Einheit könnt ihr eben wählen, okay, welche Goodies sollen die denn noch mitnehmen, beziehungsweise die schaltet ihr nach und nach frei. Und wenn ihr genug Erfahrungspunkte habt, könnt ihr dann eben in die nächste Klasse investieren und aufsteigen. Ich würde zum Beispiel ganz gerne irgendwann mal einen Katapult spielen, also nehme ich immer auch hier meine Speerwerfer mit, um die hochzuleveln. Gleichzeitig könnt ihr ab Level 2 für jede Einheit noch Consumables, also Verbrauchsmaterial, hinzukaufen von der Spielwährung. Ich habe jetzt hier mal auf spezielle Speere gesetzt, die ein bisschen weiter fliegen als normal, denn der Nachteil der Speerwerfer ist, die haben nicht so eine große Reichweite wie etwa Bogenschützen, aber besser als gar nichts. Ich kann hier auch gleich sagen, das kauft bitte jedes Mal in jeder Runde neu ein, denn ihr seht, ich habe hier so viel Silber, davon kann ich wirklich immer gerne schön einkaufen. Bei der Gelegenheit noch kurz was zu den Währungen selbst. Silber ist also das, was ihr nach den Matches jeweils gewinnt. Hier unten seht ihr zum Beispiel einen kurzen Überblick. Ich habe zuletzt gewonnen, habe dafür 12.000 Silber bekommen. Dann habe ich außerdem noch Free XP bekommen. Das ist also, es sind Erfahrungspunkte, die ihr frei auf die Commander oder auf die verschiedenen Einheiten verteilen könnt. Und Unit XP, das sind also Erfahrungspunkte, die nur der jeweiligen Einheit zugutekommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier für meine Speerwerfer die nächste Speerart kaufen möchte, dann wird das automatisch aufgeteilt in die Unit XP. Und das, was mir an Unit XP noch fehlt, das kann ich eben aus Free XP zahlen. Und dann steigen die eben ein Level auf, beziehungsweise in dem Fall kriegen eben besseres Equipment und dann steigen die Stats. Ihr seht also hier mit diesen neuen Speeren machen meine Speerwerfer mehr Schaden. So, wenn ich mir das also so zusammengestellt habe, hier nochmal Rüstung für meine Schwertkämpfer, dann kann ich sagen, gut, ich habe alles und jetzt geht's in die Schlacht. Bevor es losgeht, suchen wir uns eine Stelle auf dem Schlachtfeld aus, denn Total War Arena spielt man ja 10 gegen 10 und jeder Spieler kann sich eine Startposition aussuchen. Das hier ist das Schlachtfeld und in der Zeit kann man hier auch schon sich einmalen. Hier sieht man es, hier machen das schon die Kollegen, wer wo wann wie lang läuft und ich bin ganz begeistert, dass die hier wirklich Pfeile malen und nicht Pimmel. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Die Aufgabe jetzt ist es, wie schon angesagt, entweder alle gegnerischen Truppen vernichten oder die gegnerische Base einnehmen und die ist eben hier hinten markiert durch diese Flagge. Wenn wir in diesen Bereich reinlaufen und da nicht angegriffen werden, dann senken wir langsam die rote Flagge und erheben die blaue und gewinnen dann, wenn sich der Ball gefüllt hat. Was der Kollege hier gemacht hat, war sehr clever, das wollte ich eigentlich machen, hier oben diesen Punkt einzunehmen. Das sieht man an dem Auge, das ist eben ein Ausguckspunkt. Und wer den einnimmt, kann eben, das seht ihr hier an der Linie, sehr weit schauen. Das macht natürlich total viel Sinn für Bogenschützen, die auch sehr weit schießen können. Das heißt, Stanislav hat zum einen schon Punkte für Spotten gemacht, zum anderen macht er jetzt Punkte dadurch, dass er Schaden erzeugt. Außerdem hilft er uns eben hier dieses ganze Schlachtfeld zu sehen, was wir jetzt normalerweise noch nicht gesehen hätten. Und da sehe ich eben, kommen hier die Truppen des Gegners an. Das sind also auch Schwertkämpfer. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht angreifen, denn ich warte lieber noch ein bisschen darauf, dass die Bogenschützen die unter Feuer nehmen. Denn wenn wir die hier schon haben, mal ich ihm hin. Komm, schieß da mal auf die. So, jetzt wären sie in Reichweite. Ich kann aber schon mal mit meinen Truppen nach vorne gehen. Wobei, nee, da sind Lanzenträger. Die Lanzenträger sind
die besseren Verteidiger, denn die können eine Phalanx bilden. Und das machen sie wahrscheinlich auch gleich. Und dann kommt da keiner mehr durch. Das heißt allerdings auch, die macht dann Friendly Fire. Das heißt, ich kann dann da auch nicht durchlaufen. Ich kann aber jetzt hier meine Speere drüber werfen, denn coolerweise haben diese Truppen haben eben auch so kleine Lanzen. So, jetzt schmeiß doch mal. Da geht's nämlich schon los. Es gibt nämlich tatsächlich auch Friendly Fire. Gerade für die Bogenschützen und Speerwerfer ist das ein ernstzunehmendes Problem. Aber meine Speerwerfer schmeißen eben jetzt hier schön oben rüber. Man sieht es eben... Oh, jetzt müssen wir aber aufhören. Man sieht es dann an den gelben Markierungen, dass die Friendly Fire machen. Aber so treffen sie, glaube ich, da ganz schön. Jetzt muss ich noch aufpassen, von hinten kommen noch welche. Aber von hinten stehen eben auch Bogenschützen. Nicht Bogenschützen, sondern Lanzenträger. Und die stürme ich jetzt an, denn Infanterie hat die Fähigkeit anzustürmen. Und das haben sie jetzt hier auch gemacht. Denn dann kann der da... Ach, hör doch mal auf zu schießen. Dann kann der da weiter die Seite halten. Ich laufe jetzt mit meinen hier noch zur Seite, um den jetzt in den Rücken zu fallen. Los, Sturm. Denn ihr seht es kurz an der Einblendung, Right Flank. Das heißt, ich bin den jetzt in die rechte Flanke gefallen. Das hat ihnen gar nicht gefallen. Und die habe ich jetzt auch noch kurz weggemacht. Und jetzt sind die da so krass eingekeilt, dass ihr seht, wie dieser weiße Balken, gegnerische Moral, halt langsam, unaufhaltsam verschwindet. Denn die werden von allen Seiten jetzt angegriffen. Und so kämpft natürlich niemand gerne. Und wenn die Moral erstmal ganz im Eimer ist, dann kann der Spieler die auch nicht mehr steuern. Denn jetzt müssen wir nur hoffen. Oh! Oh! Ja, ich sehe es. Hier sind nämlich jetzt ganz viele Gegner in unserer Base. Da müssen wir jetzt richtig Gas geben, denn man sieht schon, bald ist oben der Zeiger voll. Und wenn das passiert, dann haben wir das Match verloren. Deshalb überlasse ich das jetzt ihm da oben. Hier hat jemand Piekser hingetan, feindliche. Genau aus dem Grund. Deshalb rennen wir jetzt ganz schnell hier außen rum, denn solange die da, wenn die da angegriffen werden, dann können sie nicht einnehmen. Also muss ich die eigentlich nur einmal kurz treffen und dann ist es auch schon vorbei. Los, stürmt! Die rechte Flanke, so, die schnell auch noch angreifen. Und dann wird man hier oben sehen, hoffentlich, ich habe sie davon abgehalten zu cappen. Und jetzt ist nämlich hier der Balken auch wieder neutralisiert. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht von überall, nein, das soll die angreifen, von überall Friendly Fire bekomme, denn dieses Friendly Fire, oh, auch die noch. Oh, hier sind wir auch los jetzt. Denn diese Friendly Fire, ihr seht, es gibt halt wirklich übel Minuspunkte. Muss ich die hier gerade schnell noch wegmachen. Das wird dabei. Jetzt muss ich hier auch mal hinweisen, ich brauche hier Unterstützung. Meine Speerwerfer haben außerdem die Möglichkeit, Focus Fire zu machen, also an eine Stelle. So, charge die mal weg da oben. So, immerhin. Da eine Anführerin getötet, eine Bogenschützin. Und jetzt ist es aber wirklich knapp hier oben. Ich überlasse das jetzt mal kurz den anderen, beziehungsweise stürme hier nochmal rein. Ja, es muss jetzt sein. Ist gerade wichtig. So, hier nochmal reinstürmen. Stürmt doch halt!
bin ich noch schön in die Seite gefallen. Noch, sag mal kurz die Flanke. Sieht aber auch, dass die Kollegen von hinten ständig reinballern. Achso, nee, das sind meine eigenen. Und Friendly Fire will man eben vermeiden, denn dadurch verliert man Punkte in der Endabrechnung. Ist natürlich nicht so geil. Oh nein! Und jetzt kommt nämlich genau hier dieser Lanzentyp an und macht genau das. Der macht jetzt hier die Phalanx, die halt alles wegdrückt. Aber eben auch Friendly Fire produziert, deshalb gehe ich da mal lieber aus dem Weg. Und traue mich da jetzt auch nicht mehr hin. Aber schießen geht noch. Und da habe ich jetzt wenigstens auch kein Friendly Fire gemacht. Wenn ich wüsste, dass der jetzt auch nicht... Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, habt ihr das gesehen? Der steht halt so da, dass wenn ich jetzt dagegen laufe, ich Friendly Fire bekomme. Jetzt hat er die Phalanx zum Glück aufgelöst. Ich wieder Friendly Fire. Jetzt kommt auch noch... Jetzt kommt auch noch Katapultfeuer. Gut. Hat sich das wenigstens erledigt. Jetzt haue ich aber hinten erstmal raus. So, unsere Kollegen sind wohl jetzt auch in der feindlichen Basis. Und das sieht aber jetzt auch gut aus. Also hier hinten. Puh. Das hat ganz schön wehgetan. Hab leider auch viel an eigene Truppen verloren. Selber aber auch zugegebenermaßen eben ein bisschen Punkte verloren dadurch. So ein bisschen Friendly Fire darf man schon machen. Aber wenn man ständig das macht, dann merkt das Spiel auch, hey, der ist entweder zu doof oder macht's extra. Und dann gilt es natürlich nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, ich kann jetzt eigentlich auch, es bringt eigentlich nichts, den ganzen Weg darüber zu rennen und bei der Base-Eroberung zu helfen. Wobei, je mehr Einheiten hier drin stehen, desto schneller geht die Flagge eben hoch. Alle die, die hier gerade drin stehen, kriegen eben auch Punkte. Man sieht es da hier, da, nee, hier, der tickt und der tickt. Das heißt, die machen gerade Punkte, aber das werde ich wahrscheinlich in der Kürze der Zeit sowieso nicht mehr schaffen. Hier hinten hauen die gerade feindliche Katapulte zusammen. Die sind natürlich gefundenes Fressen für Kavallerie. Aber genau deshalb bin ich eben in der Base geblieben, weil die Gegner sich jetzt auch denken, das einzige Mittel, um unsere Basis jetzt noch zu retten, ist, die gegnerische ganz schnell einzunehmen oder eben die uns hier hinten zu stoppen. Aber das sind so viele, dass sie das nicht schaffen werden. Aber hier kommen sie auch nicht rein, denn die werden merken, boah, das sind ja total viele. Er macht hier schöne Phalanx, das heißt, da kommt auch keiner raus. Das meint zum Beispiel mich, wenn ich da jetzt reinlaufe, kriege ich direkt Schaden. Aber zumindest kann ich meine dahinter stellen, brauche ich aber gar nicht mehr, denn schon haben wir gewonnen. Juhu, aber jetzt glaube ich ganz knapp den Preis für den besten Spieler verpasst. Aber das macht ja nichts, denn Hauptsache das Team gewinnt. Jetzt kriege ich also auch nochmal eine Übersicht. Wie ist es gelaufen? Wie viel Free XP bekomme ich? Wie viel Silber bekomme ich? Wie viele Erfahrungspunkte kriegen die einzelnen Einheiten? Hier meine Dekoration. Ich habe also zweimal einen gegnerischen Hauptcharakter, also Commander, getötet. Zweimal Truppen vernichtet, zwei Commander getötet. Habe schön die Base verteidigt, kriege außerdem hier noch Medaillen dafür, weil ich so viel Geld verdient habe und Free XP verdient habe. Also das hat sich gelohnt, kann ich mir nochmal eine Übersicht anschauen, wie es gelaufen ist. Er hat als Reiterei eben am Schluss nochmal ordentlich Punkte geholt, dass er die Reste aufgewischt hat. Und dann gibt es das auch nochmal genau in der Übersicht, für was habe ich jetzt eigentlich Punkte bekommen und wer eben Premium-Nutzer ist. Ich habe mir mal Gold gekauft und da waren 30 Premium-Tage mit drin. Der verdient eben nachher ein bisschen mehr Silber und auch mehr Free XP. Gleichzeitig bin ich jetzt dann noch hochgelevelt, Level 14. Auch das gibt dann wieder Free XP und Silber. Silber habe ich noch und nöcher Free XP. Die teile ich mir lieber ein. Und jetzt gucke ich eben noch, was kann ich mit der ganzen Kohle machen. Ich kann also jetzt hier entweder in neue Schwerter für meine Soldaten investieren. Das führt mich aber nirgendwo hin, aber hilft mir bestimmt in der nächsten Schlacht. Wenn ich aber jetzt auf die nächsten, die Level 4 Schwertkämpfer sparen will, dann sollte ich hier den Weg gehen
über die neue Chestplate, ein bisschen mehr Panzerung. Das hilft natürlich auch, erhöht die Lebensdauer. Also investiere ich da rein. Muss dann halt die Differenz dann mit Free XP ausgleichen, aber davon habe ich ja auch noch genug. So, das sieht man dann den Burschen eben auch gleich an. Also jetzt haben sie eben diese schönen Langspielplatten auf der Brust und sind im nächsten Gefecht dann eben noch stärker. Apropos beim nächsten Mal, jetzt wisst ihr ja, wie die Grundlagen funktionieren. Das heißt, im nächsten Video werde ich euch dann erklären, was macht man mit Lanzenträgern, mit Bogenschützen und mit Pferden. Den Link zum kostenlosen Download der Open Beta von Total War Arena findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und mit dem Code PLAYTWA bekommt ihr 500 Gold und 7 Premium-Tage geschenkt. Das entspricht einem Gegenwert von gut 6 Euro und, wie der Lateiner sagt, Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Daumen machen, Abo machen oder Kommentar machen oder alles. Danke, ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Ciao.